Hallo alle zusammen, hier ist der Midea Wasserkocher mit einem Maximalvolumen von 1,7 Litern. Mindestens müssen hier 0,5 Liter hinein und die Anzeige dafür befindet sich hier hinter dem Griff. Das hätten Sie bestimmt ein bisschen geschickter lösen können, weil wenn man das Ganze hier greift, um Wasser nachzufüllen, dann ist es gar nicht mehr so einfach zu sehen, wie viel Liter hier schon drin ist. Dafür ist es umso schöner, diesen Deckel zu öffnen. Hier gibt es einen Knopf, der wird gedrückt und der Deckel klappt automatisch auf. Und wir haben dann hier drin eben komplett aus Edelstahl diesen Wasserkocher. Das gibt dem Ganzen natürlich eine sehr gute Stabilität, weil das alles eine Edelstahlwand ist. Allerdings, wenn man Wasser kocht und man fässt das hier an, dann kann man sich durchaus die Finger verbrennen, weil dieses Edelstahl die Hitze natürlich auch schnell nach draußen leitet. Hier vorne ist der Ausgießer, der wirkt ein bisschen rustikal. Dieser Schnabel wurde, ich weiß nicht, draufgeklebt oder drauf genietet und diese Löcher wirken recht groß. Es gibt aber hier dieses Kalksieb, den kann man hier reinlegen, wenn man ein bisschen Geduld hat. So. Und das verhindert dann eben, dass Kalkflocken hier rausgehen. Und das Schöne ist, man kann dieses Sieb einfach ausbauen und sauber machen. So, wie funktioniert das Wasserkochen? Es wird eigentlich nur hier draufgelegt und der Schalter wird runtergetan und sobald das Wasser kocht, geht der Schalter automatisch hoch und das Ganze ist aus. Diese Station hat, wie für diese Wasserkocher typisch, ein relativ kurzes Kabel. Also da hätte man auch ein bisschen mehr Kabel haben können, damit man den Wasserkocher auch ein bisschen weiter von der Steckdose entfernt hätte betreiben können. Aber das ist schon in Ordnung. Von der Geschwindigkeit her füllt man den komplett auf. Bei 1,7 Litern braucht er ca. 5 Minuten, bis das Wasser komplett kocht. Macht man das minimale Volumen, also einen halben Liter, dann kocht er bereits nach 1,5 bis 2 Minuten.